du noch Zeit, mein Engel. Ich muss jetzt los. Die Suite ist für 24 Stunden gemietet. Du hast Engel zu mir gesagt, wie früher. Warum sind wir nur nicht zusammengeblieben? Wir waren jung, zu jung. Was hätte das werden sollen? Aber es wäre ja was geworden. Jetzt weiß ich's. Weißt du noch, was du damals gesagt hast, als wir zum allerersten Mal zusammen geschlafen haben? Mhm. Was wirst du jetzt von mir denken? Mhm. Ich rufe dich an. Ja. Guten Tag, Frau Dr. Senger. Doktor können Sie weglassen, der gehört meinem Mann. Herr Dr. Senger ist noch nicht wieder da. Ja, bitte. Oh, Ihr Mann ist leider noch nicht da. Das habe ich schon gehört. Wollen Sie in seinem Büro warten? Wir sind verabredet. Ich weiß, aber es ist ihm leider etwas dazwischen gekommen. Sie wissen alles. Nicht alles, Frau Senger. Wollen Sie einen Cappuccino? Gerne. Er hat schon wieder versucht, dich umzubringen. Wenn Sie mitfangen wollen, steigen Sie ein. Ich habe mir freigenommen. Ich wollte ihn zum Scorch abholen. Irgendwas muss man ja mit ihm machen. Ist das jetzt ein Vorwurf? Nein. Komm schon wieder zu spät. Ich glaube, deine Mutter wäre total verwirrt, wenn wir das plötzlich ändern würden. Bist du eigentlich auf Mailbox geschaltet, wenn ich mit dir reden will? Das kommt so gut wie nie vor. Aber manchmal eben doch. Willst du jetzt wissen, was ich gemacht habe, oder was soll das? Vielleicht sollte ich deine Sekretärin fragen, die hütet deine Geheimnisse. Manchmal denke ich, sie kennt dich besser als ich. Ja, bitte? Ich weiß, du kannst gerade nicht reden, aber hör mir bitte kurz zu. Mein Mann hat schon wieder versucht, sich umzubringen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich muss Schluss machen. Der Arzt meint, in einer halben Stunde können wir zu ihm. Ist ihm in den Magen ausgepumpt. Jetzt sag was. Das ist das dritte Mal jetzt. Irgendwann landet er in der Psychiatrie. Dann hilf ihm. Was denkst du, dass ich tue? Und bei ihm so oft ich kann, aber es wird auch nicht helfen. Was machen wir nun mit ihm? Es gibt nur eins, das ihm helfen würde. Das ist Arbeit. Und die gibt es nicht. Sind Sie schon da? Der Betriebsrat hat das Gespräch abgesagt.
Also wenn ihr einer was absagt, dann bin ich das, ja? Auf den nächsten Termin können die warten, bis sie schwarz werden. Machst du mir bitte auch einen doppelten Espresso? Ich habe Sie gebeten, mich nicht mehr zu duzen. Ja. Es ist Besuch für Sie da. Ich erwarte keinen Besuch. Frau Trautmann. Ah. Kommen Sie doch rein. Bitte. Danke. Möchten Sie einen Espresso? Nein, danke. Dann für mich auch keinen. Tja. Wollen Sie sich nicht setzen? Ist der Mann schon zu Hause? Noch nicht. Ich hätte gedacht, du rufst mich zurück. Ich konnte nicht, tut mir leid. Weiß er irgendwas von uns? Nein. Er ist seit 4 Jahren arbeitslos. Das ist heute das 3. Mal, dass er versucht hat, sich umzubringen. Das ist schon etwas her, aber er hat sich bei deiner Firma beworben. Was ist er vom Beruf? Maschinenbauingenieur. Schaust du mich so an? Ist das der Grund, warum du mich seit 20 Jahren zufällig gefunden hast? Weil er Arbeit braucht? Entschuldige. Sie lassen dich noch mal raus. Morgen früh. Der Arzt will vorher noch mit Katja reden. Das wird wohl das letzte Mal sein. Sprichst du nicht mehr mit mir? Kannst du dir vorstellen, dass Katja mich betrügt? Jetzt sag was dazu. Was soll ich denn dazu sagen? Ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Ja, gleich. Geh mal zum Schrank. In meine Hosentasche. Rechts. Spielst, als würdest du mir den Krieg erklären. Vielleicht habe ich das. Und warum, wenn ich fragen darf? Philipp, ich will nicht mehr. Ich will dich nicht mehr mit jemand anderen teilen. Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Wo warst du gestern Mittag? Ich habe mich mit einer alten Jugendliebe getroffen und war anschließend mit ihr essen. Zufrieden? Schach. Was hat der Arzt gesagt? Dass ich auf dich aufpassen soll. Und? Passt du auf mich auf? Ja, das tue ich. Da war ein Anruf für dich heute früh. Eine Firma Philipp Sänger. Was wollten die? Du sollst dich zurückmelden. Im Personalbüro. Was ist?
Es ist über ein Jahr her, dass ich mich da beworben habe. Dann höchste Zeit, dass ich mal melde. Sie könnten sich mehr Zeit lassen, wenn Sie das Ganze auf Band diktieren würden. Nein, nur das sind doch nur noch zwei oder drei Sätze. Früher warst du schneller. Nachmittag um 15 Uhr nicht mehr da. Aber Sie haben um 15 Uhr einen Termin. Gut, dann eben danach. Was siehst du mich so an? Ich hätte mich auch beruflich von Ihnen trennen sollen. Das kannst du mir nicht antun. Ich möchte nicht, dass Sie mich anfassen. Bist du richtig eifersüchtig? Ja, Sie sehen, bei uns geht nichts verloren. Was haben Sie die letzten Jahre so gemacht? EDV. Mit meinem Beruf war ja nichts. Tja, das passt. Wir haben ein gutes Betriebsklima hier. Unser Chef hat sich persönlich für Sie eingesetzt. Was ist? Sie sagen ja nichts. Montag können Sie anfangen. Danke. Warum lässt du mich warten? Warum bist du noch angezogen? Weil ich mit dir reden muss. Na, dann schieß mal los. Warte, bitte. Möchtest du was trinken? Ich muss einen Weg finden, wie wir miteinander umgehen können. Aber den haben wir doch. Der stimmt nicht. Nicht mehr. Und wieso nicht? Weil mein Mann bei dir arbeitet und es alles verändert. Moment mal, das wolltest du doch. Was ist los? Es ist, als würde ich dafür bezahlen. Bist du verrückt? Ich gehe mit dir ins Bett, damit er Arbeit hat. Zumindest fühlt sich das so an. Soll ich ihn jetzt wieder entlassen, oder was willst du? Mit dem Satz gibst du mir recht. Was soll das? Service.
Furchtbar. Sagen Sie, könnten wir nicht in mein Büro gehen? Nein, danke. Ich will jetzt nur wissen, wie gut kannten Sie Herrn Sänger? Naja, die Suite war verständlich von ihm gemietet. Aha. Auch für Geschäftsfreunde. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ah ja. Sieht aus wie ein Kleinkaliber. Ja, es ist ein Kaliber 22. Glaubst du, dass die Frau durchkommt? Schwer zu sagen. Also, sie hat so viel Blut verloren. Katja Trautmann heißt sie. Falls ihr uns sucht, wir sind nebenan, ja? Ist gut. Ja, mehr war da nicht. Oder haben Sie gedacht, ich laufe auf den Flur? Ich bin doch nicht lebensmüde. Also, Sie haben die Schüsse gehört und da ist jemand den Flur entlang gelaufen, ja? Ja, das war's schon. Die anderen drei Suiten sind nicht vermietet. Kommen Sie bitte morgen früh ins Präsidium für ein Protokoll. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja, ein Glück, dass meine Frau nicht hier war. Ah ja. Weißt du denn, wer er ist? Das ist Philipp Sänger. Hat eine große Druckerei. Die Druckerei hat seine Frau ihm finanziert. Was du schon wieder alles weißt. Sag mal, gibt's eigentlich heute keine Spurensicherung? Die sind auf dem Weg hierher. Hat er irgendwas über die Frau gehört? Sie heißt Katja Trautmann und lag im Schlafzimmer. Beide sind sie verheiratet, aber nicht miteinander. Der Revolver ist eine Arminius 22 Magnum. 5 Schuss sind raus. 2 gingen auf Herrn Sänger, 3 auf die Frau. So wie es aussieht, hat der Täter geschossen und die Waffe dann einfach fallen lassen. Oder die Täterin. Kluger Junge. Herr Kress? Ja, meine Frau Sänger möchte Sie sprechen. Akkel, komm mit. Okay. Danke. Guten Tag. Mein Name ist Kress, ich leite die Ermittlung. Richter, mein Name. Wir möchten Ihnen unser Beileid aussprechen. Wann haben Sie denn erfahren, was passiert ist? Ein Journalist hat mich angerufen. Wo ist mein Mann jetzt? Hier. Ich muss Sie leider bitten, Ihren Mann zu identifizieren. Oh Gott. Muss das sein? Ja. Das können wir Ihnen leider nicht ersparen. Er war nicht alleine hier? Nein. Entschuldigung. Ist die Frau auch tot? Vielleicht überlebt sie, sagt die Klinik. Ich kann Ihnen diese Umstände leider nicht ersparen. Wer ist denn die Frau? Das dürfen wir ihr nicht sagen. Sie ist eine wichtige Zeugin. Ich hoffe nur, dass sie das alles übersteht. Haben Sie Kinder? Nein. Ja, Frau Sänger. Jetzt müssen Sie uns helfen. Herr Kress. Ja? Ich kann Ihnen nicht helfen. Mein Mann hatte so viele Freundinnen, ich habe längst den Überblick verloren. Fragen Sie seine Sekretärin. Da können Sie mehr erfahren als von mir. Ja, und wie wird es jetzt weitergehen bei Ihnen? Wenn er die Firma übernehmen. Haben Sie einen Freund? Frau Sänger, Sie müssen nicht antworten, wenn Sie sich dadurch belasten. Irgendwann werden Sie mich nach meinem Alibi fragen, oder? Und wir werden es natürlich überprüfen. Meine Herren? Lassen Sie bitte alles so, wie es ist. Ich wollte Ihnen mein Beileid aussprechen. Das muss ich Ihnen jetzt auch aussprechen, oder?
Frau Wahlberg, schauen Sie mich bitte an. Nein? Es war schon wieder vorbei. Irgendwann war es bei meinem Mann immer vorbei. Haben Sie das nicht gewusst? Und jetzt wollen Sie mich entlassen? Nein, das möchte ich überhaupt nicht. Ich werde Sie brauchen. Ich verstehe Sie nicht. Das werden Sie schon noch. Ich mache Sie einen Cappuccino. Die Polizei wird mit Ihnen reden wollen. Ich habe denen gesagt, dass sie mehr über meinen Mann wissen als ich. Zum Beispiel, wo er gestern Mittag war und mit wem. Philipp Sänger KG? Ja, das stimmt. Die Nachricht vom Tod ihres Mannes verbreitet sich schnell in der Firma. Ja, dann müssen wir eine Trauerfeier organisieren. Philipp Sänger KG? Ja, am Apparat. Ja, das geht. Wiederhören. Das war die Mordkommission. Soll ich uns was zu essen machen? Nicht für mich. Du musst aber was essen. Was haben die in der Klinik noch gesagt? Dass sie im Koma liegt. Aber dass sie wahrscheinlich überleben wird. Guten Abend, wir sind von der Kriminalpolizei. Sind Sie Herr Trautmann? Ja, aber ich nehme an, Sie wollen mit meinem Bruder sprechen. Warum nehmen Sie das an? Weil die Klinik angerufen hat. Meine Schwägerin ist lebensgefährlich verletzt eingeliefert worden. Danke. Guten Abend. Ich bin Peter Trautmann. Mein Name ist Kress, ich leite die Untersuchung. Das ist mein Kollege Heimann. Wann haben Sie die Nachricht erhalten? Vor 2 Stunden. Haben Sie schon bei der Polizei angerufen? Nein. Wir sind davon ausgegangen, dass Sie kommen würden. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ja, danke. Würden Sie uns jetzt bitte allein lassen? Ja. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Nein, danke. Sie wissen, dass es sich bei Ihrer Frau um Schussverletzungen handelt. Ja. Die Klinik hat es uns gesagt. Kennen Sie auch die Umstände, unter denen es passiert ist? Nein, woher? Ich werde es schon aushalten. Haben Sie gewusst, dass Ihre Frau ein Verhältnis hat? Ja, Sie müssen nicht aussagen, wenn Sie sich damit selber belasten. Womit soll ich mich selber belasten? Ich habe es nicht gewusst. Jemand ist in die Hotelsuite eingedrungen und hat auf den Mann und auf ihre Frau geschossen. Der Mann ist tot und ihre Frau ist schwer verletzt. Und jetzt hätten wir gerne von Ihnen, dass Sie uns bei der Aufklärung helfen. Wie soll ich Ihnen helfen? Ich habe keine Ahnung. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin momentan arbeitslos. Am Montag hätte ich Arbeit. Wieso sagen Sie hätte? Habe ich Arbeit. Was passiert, wenn meine Frau wieder aufwacht? Na ja, zuerst werden wir mit ihr reden. Danke, das war's erstmal. Wir melden uns wieder bei Ihnen. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Und? Was und? Ich soll morgen Nachmittag für ein Protokoll aufs Präsidium kommen. Haben Sie gefragt, wo du warst, als es passiert ist? Ja. Hier war ich. Mit dir. Hm. Das Hotel hat 3 unkontrollierte Ausgänge. Und eine Tiefgarage, die das Video überwacht. Mir konnte allerdings noch niemand sagen, ob Mitschnitt existiert. Ja,
Dann fangen wir mal bei dem Toten an. Philipp Singer hat auf dem Gebiet der Drucktechnik eine geniale Erfindung gemacht. Und dann hat er nach einer reichen Partie gesucht, die ihm die Auswertung dieser Idee finanziert. Und hat sie gefunden. Und jetzt ist das ein 300-Mann-Betrieb. Und er ist tot. Du hast doch gesagt, dass es auf der Waffe keine Fingerspuren gibt. Wahrscheinlich hat der Täter Handschuhe getragen. Übrigens, wie es aussieht, hat Philipp Singer dem Täter oder der Täterin selbst die Tür aufgemacht. Er hatte sich was zu essen bestellt aufs Zimmer. Frau Singer ist nicht gerade zusammengebrochen. Herr Trautmann auch nicht. Tja, Kinder, mehr haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, was du willst. Die Tat ist gerade mal 7 Stunden her. Ich weiß, was Sie denken, aber ich wollte heute Abend nicht allein zu Hause sein. Und Sie? Ich wäre auch alleine geblieben. Ich kann nichts essen. Haben Sie ihn geliebt? Und Sie? Frau Singer, darf ich etwas fragen? Wie fühlst du dich nach all dem? Frau Wallberg, können Sie mir dieses Foto erklären? Frau Singer wollte nicht alleine sein. Und Sie? Was und ich? Ja, war Herr Singer nur Ihr Chef oder war er mehr für Sie? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Sie haben Sie schon richtig verstanden. Aber bitte, Sie müssen nicht antworten, wenn Sie nicht wollen. Ja, bringen Sie mich in irgendeinen Zusammenhang mit dem Tod von Herrn Singer? So, waren Sie nicht eine Zeit lang seine Geliebte? Woher wollen Sie das wissen? Es war eine Frage, Frau Wallberg. Wenn ja, was würde das heißen? Wir suchen den Mörder von Herrn Singer. Ja, warum sollte ich auf ihn und diese Frau geschossen haben? Eifersucht. Es gibt kaum etwas, was Menschen mehr dazu bringt, einen Mord zu begehen. Noch was. Haben Sie gewusst von der letzten Beziehung von Herrn Singer? Ich konnte mir schon denken, dass es Frau Trautmann war. Und von der Suite in dem Hotel wussten wir auch? Entschuldigung. Leo, du möchtest bitte sofort in die Klinik kommen. Das Herr Richter, der wird jetzt ein Protokoll mit Ihnen machen. Auf Wiedersehen. Ja, ich werde Ihre Aussage auf Band aufnehmen. Ich möchte einen Rechtsanwalt. Bitte schön. Können Sie mich hören? Was ist mit Phil? Frau Trautmann, ich muss Sie etwas fragen. Was ist mit Philipp? Wer hat auf Sie geschossen? Herr Kress, Sie müssen aufhören. Frau Trautmann. Bist du? War es ein Mann oder eine Frau? Herr Kress. Weiß nicht. Maske. Handschuhe. Trenchcoat. Ja. Guten Appetit. Also wenn ich jemanden ohne Zeugen umbringen wollte,
Ich glaube, dann bräuchte ich mich nicht zu maskieren. Wieso nicht? Weil es keine Zeugen gäbe. Axel, kann ich vielleicht auch mal was wissen? Wusste Frau Wahlberg... Natürlich wusste Frau Wahlberg von der Suite im Hotel. Peter Trautmann hat einen Job bei der Firma Sänger bekommen. Ach nee. Ja, wissen wir von Frau Wahlberg. So schließt sich der Kreis. Aber was kann man jetzt damit anfangen? Na, also, das ist doch kein Zufall. Dort war was? Der Arminius ist illegal. Da war alles rausgefeilt. Wenn Sie mir nicht sagen, wer Sie sind, werde ich Sie auch nicht mit Frau Sänger verbinden. Nein, Frau Sänger spricht grundsätzlich nicht mit der Presse über den Tod ihres Mannes. Auch mit Ihnen nicht. Wiederhören. Danke. Stellen Sie mir bitte alle Bankunterlagen zusammen. Ja, klar. Ich möchte gerne Frau Sänger sprechen. Sind Sie angemeldet? Ich melde mich nie an. Das ist schon in Ordnung. Komm. Ich habe gedacht, dass du vielleicht Hilfe brauchst. Du, du solltest ganz schnell zu mir auf Distanz gehen, wenn du nicht in den Mord an Philipp hineingezogen werden willst. Entschuldige. Ja? Herr Heimann und Herr Richter von der Mordkommission möchten Sie gerne sprechen. Dann gehe ich lieber. Mhm. Wollen Sie auch einen Kaffee? Nein, danke. Bitte, meine Herren. Danke. Setzen Sie sich bitte. Stimmt es, dass Sie die Firma übernommen haben? Ja, das stimmt. Das war ehevertraglich und im Testament so festgelegt. Wussten Sie, dass Ihr Mann dem Mann seiner Freundin hier in der Firma einen Job besorgt hat? Ja, das wusste ich. Frau Wahlberg hat es mir erzählt. Herr Trautmann soll am Montag hier beginnen. Ja, bitte. Der Herr Meinhardt wäre jetzt da. Wir haben Ihren Personalchef dazu gebeten. Okay. Ja, wissen Sie denn schon, nach wem Sie suchen? Nach einem Mann, der einen Trenchcoat getragen haben könnte. Herr Prager, ich brauche als erstes die Kassetten mit den Aufzeichnungen aus der Tiefgarage. Wer hat die? Ja, unser Sicherheitsbeauftragter. Aber der ist heute Morgen nicht im Haus. Herr Prager? Ja, klar. Tja. Nee. Setzen Sie sich doch bitte. Ich habe gehört, Sie haben mit meiner Frau gesprochen. Ja, sie war für ein paar Sekunden bei Bewusstsein. Wollen Sie mir nicht erzählen, was sie gesagt hat? Nein. Die Ärzte lassen mich nämlich nicht zu ihr. Ich glaube, Herrn Heimann kennen Sie bereits, aber Herrn Richter kennen Sie noch nicht. Das ist Herr Trautmann. Tag. Tag. Herr Trautmann, Sie hätten uns ruhig sagen können, dass Sie übermorgen anfangen bei der Philipp Sänger KG. Wäre das denn wichtig gewesen? Oh ja, das wäre wichtig gewesen. Diesen Job haben Sie Ihrer Frau zu verdanken. Haben Sie das gewusst? Nein. Was haben Sie dann gedacht, als der Personalchef Ihnen gesagt hat, dass der Inhaber der Firma sich für Sie eingesetzt hätte? Herr Trautmann. Ich weiß es nicht. Das müssen wir Ihnen aber nicht glauben. Haben Sie gewusst, dass Ihre Frau Sie betrügt? Nein. Haben Sie es geahnt? Ja. Wir machen jetzt ein Protokoll mit Ihnen. Und Sie sollten sich jeden Satz, den Sie sagen, genau überlegen. Wollen Sie einen Anwalt? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Werden Sie Ihre Arbeit am Montag aufnehmen? Nein. Es geht jetzt nicht mehr. Name, Geburtstag, Anschrift. Was fangen wir jetzt damit an? Womit? Dass Peter Trautmann zur Tatzeit mit seinem Bruder im Haus war. Muss ja nicht stimmen. Nachbarn befragen. Und die Sekretärin? Dass Frau Wahlberg in ihrer Mittagspause einen Spaziergang gemacht hat. Das ist beileibe kein Alibi. Die war mal eine Sportschützin. Hat Riedmann rausgekriegt. Ist mir fast schon zu viel. Wo willst du eigentlich hin? Ins Hotel. Bavaria 2519, ja? Ich dachte, ihr wolltet vorbeikommen. Ja, wir sind schon unterwegs. Ist irgendwas passiert? Ein Freund von Philipp Sänger ist gerade hier im Hotel abgestiegen.
glaube, Herr Keres, Sie ist eine Art Freund des Hauses Sänger. Er hat auch hier in der Suite manchmal gewohnt, wenn sie leer war. Auf Kosten von Herrn Sänger. Er lebt in der Schweiz. Möbeldesigner ist er, glaube ich. Ja, bitte? Ich muss dich sehen. Haben Sie Herrn Keres hier auch mal mit Frau Sänger gesehen? Ja, die haben sich manchmal hier getroffen. Herr Prager, Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Entschuldigung. Sie entschuldigen mich bitte. Wie findest du das? Bitte? Guten Tag. Tag, grüß dich. Chris. Wir kennen uns schon. Ja, wir haben uns bei Frau Sänger gesehen, im Büro. Ja. Die arme Georgia. Man muss ihr jetzt helfen. Seit wann sind Sie in der Stadt? Seit heute früh. Wollen wir uns nicht setzen? Nein, danke. Ich weiß nicht so recht, was Sie von mir wollen. Wir haben gehofft, dass Sie uns vielleicht helfen können. Wie sollte ich Ihnen helfen können? Nein? Was meinen Sie denn zum Tod von Philipp Sänger? Eifersucht ist schrecklich. Und schrecklich überflüssig. Nach Frau Trautmann hat er nicht gefragt. Ist dir das aufgefallen? Ja. Ja. Wir haben schon gedacht, ihr habt was gegen uns. Warte mal, Kirsi. Waren wir. Und ihr? Sag du sie. Nichts, niemand hat was mitbekommen. Ja, Chris. Nee, Moment, da möchte ich dabei sein. Ja, ich bin gleich da. Ende. Frau Trautmann ist wieder zu sich gekommen und ihr Mann möchte sie besuchen. Also, vielleicht könnt ihr mal rauskriegen, ob Körresi sowas wie der Liebhaber von Frau Sänger ist. Die Augen auf. Ich bin's. Sieh mich an. Es tut mir so leid, was passiert ist. Zu Hause bist. Ist alles wieder gut. Bitte hören Sie auf. Es hat keinen Sinn. Philipp Sänger KG, mein Name ist Wahlberg. Was kann ich für Sie tun? Nein, Frau Sänger ist nach Hause gefahren. Es ging ihr nicht so gut. Ja, wiederhören. Ja, guck dir das an. Ich glaube, ich habe den falschen Job. Ja. Bitte fassen Sie sich kurz. Frau Sänger geht's nicht so gut. Ah ja, das machen wir doch glatt. Bitte. Danke. Guten Abend. Ich habe Sie schon erwartet. Frau Wahlberg hat mich angerufen. Kommen Sie bitte weiter. Was kann ich für Sie tun? Also von der Zeit her ist eigentlich alles ganz übersichtlich. Frau Sänger war bei ihrem Friseur, das haben wir überprüft. Aber jetzt wird's interessant. Sie ist von einem Mann abgeholt worden. Das war wann? Eine Stunde vor der Tatzeit. Keiner macht Kaffee.
Ach, um das festzustellen, bist du jetzt gerade erst gekommen? Na hallo, den kennen wir doch. Das ist John Kiresi. Die Fotos sind 3 Jahre alt. Ich habe die von einem Journalisten. Mhm. Na, guck mal. Frau Sänger hat doch einen Freund. Erwartet ihr jemand? Das wird Frau Wagner sein. Die ist aus dem Frisiersalon von Frau Sänger. Guten Abend. Guten Abend, Frau Wagner. Mein Name ist Chris, Herrn Riedmann. Kennen Sie auch noch nicht. Guten Abend. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Entschuldigung, es ist ein bisschen spät. Ach, das macht nichts. Mein Mann macht auch noch Schicht. Er ist bei der Steuerfahndung. Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Das wäre sehr nett, danke. Frau Wagner, Sie wissen, warum Sie bei uns sind. Ja, die Geschichte mit dem Tod von Philipp Sänger. Diese schreckliche Geschichte. Ja. Können Sie Herrn Kress und uns den Mann noch mal beschreiben, der Frau Sänger abgeholt hat? Aber Sie verdächtigen doch nicht Frau Sänger. Bitte versuchen Sie, den Mann zu beschreiben. Wieso beschreiben? Das ist er doch. Ja, dieser Mann hat Frau Sänger von meinem Salon abgeholt. Ach, haben Sie den schon öfter gesehen? Immer wieder mal in den letzten Jahren. Bis das alles ausgestanden ist. Das geht nie vorbei! Das kann gar nicht vorbeigehen. Die glauben uns nicht. Wer glaubt uns nicht? Die Polizei. Hör doch endlich auf! Ja, hallo? Entschuldigen, dass ich heute Abend noch so spät anrufe. Das ist kein Problem. Was machen Sie gerade? Nichts. Ich sitze, ich bin traurig und ich trinke. Aber eigentlich wollte ich Sie fragen, wie es Ihnen geht. Geht schon. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Nein, danke. Ich werde versuchen, etwas zu schlafen. Danke für den Anruf. Gute Nacht. Ja. Die Polizei hat sie auch in Verdacht, glaube ich. Sie war die Geliebte von Philipp. Ein Jahr lang. Soll ich hier bleiben heute Nacht? Nein. Schon schlimm genug, dass du hergekommen bist. Aber die Polizei ahnt doch gar nicht, dass wir... Noch nicht. Bitte geh. Morgen frühstücken wir zusammen. Hm?
los, mach hin. Das habe ich alles schon mal schneller gesehen. Ich muss doch essen. Ist denn dieser Sicherheitsbeauftragte nur endlich zurück? Wir brauchen die Kassetten aus der Garage. Ich weiß, da kommt der Prager. Herr Prager, wir brauchen jetzt unbedingt die Kassetten aus der Tiefgarage. Die werden gerade für Sie zusammengestellt. Danke. Wir wollen zu Herrn Karisch. Soll ich Sie anmelden? Nein, nein, das nicht. Danke. Okay, Sie gehen den Weg. Soll ich Frau Sänger sagen, dass Sie da sind? Nein, danke. Ist nicht nötig. Moment. Philipp Sänger KG, mein Name ist Wahlberg. Was kann ich für Sie tun? Nein, Frau Sänger ist noch nicht hier. Wer spricht denn bitte? Ich komme. Das hätte ich mir denken können. Dürfen wir trotzdem reinkommen? Ja, bitte. Was verschafft mir das Vergnügen? Als ich Sie um Ihre Meinung zum Tod von Philipp Sänger gebeten habe, da haben Sie uns einen Kurzvortrag über Eifersucht gehalten. Wieso eigentlich? Wieso wollten Sie das Motiv kennen? Was soll man sonst denken, wenn ein Paar bei einem Schäferstündchen überrascht wird? Was wollen Sie eigentlich von mir? Wir wollen Sie mitnehmen ins Präsidium. Vielleicht gibt es ja noch andere Motive. Sie haben uns nämlich belogen. Sie sind mit Frau Sänger befreundet, schon seit Jahren. Und Sie waren zur Tatzeit in der Stadt. Ziehen Sie sich bitte an. Bitte. Und ich sage kein Wort mehr ohne meinen Anwalt. Bitte setzen Sie sich. Wie geht es, Frau Trautmann? Sie wird überleben. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Sie muss doch den Täter gesehen haben. Wir haben eine Aussage von ihr, die reicht uns aber nicht. Und das wollen Sie jetzt von mir? Wollen Sie hören, ich war's? Uns würde es schon reichen, wenn wir mal offen reden könnten. Ja, dann reden wir mal offen. Sie haben seit Jahren ein Verhältnis mit John Carissi. Wundert Sie das? Darum geht es gar nicht. Aber Sie hätten uns das sagen können. Frau Sänger, Sie haben John Carissi eine Stunde vor der Tatzeit getroffen. Und was dann? Was stellen Sie sich vor? Wir stellen uns gar nichts vor. Wir wollen nur wissen, wer ihren Mann getötet hat und wer die Frau Trautmann so schwer verletzt hat. Dann viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Wir kennen uns noch nicht, Herr Kress. Ich bin der Anwalt von Herrn Carissi. Ah ja, danke. Herr Carissi, feststellen können wir erstmal, dass Sie in der Schweiz vorbestraft sind wegen Scheckbetrugs und Anlagebetrugs. Weiter ist gegen Sie ermittelt worden wegen Mordversuchs an Ihrer Frau. Die Ermittlungen sind eingestellt worden. Ah ja, hier steht's ja. So, dann fangen wir mal an. Ja, Mordkommission A2. Am Apparat. 402 Stand, ich bin unterwegs in den
ging es ein bisschen weiter. Aber irgendwas muss er doch hinterlassen haben. Ich habe nichts gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie Katja das aufnehmen wird. Nichts. Herr Trautmann, ich muss Sie noch mal was fragen. Bitte fragen Sie. Sie sind zur Tatzeit wirklich hier bei Ihrem Bruder gewesen? Herr Christ, ich verstehe das alles nicht. Katja muss doch gesehen haben, wer auf Sie und diesen Mann geschossen hat. Beantworten Sie bitte meine Frage. Ich war hier bei meinem Bruder. Entschuldigung. Ja. Wir haben nichts gefunden. Brauchst du uns noch? Nee, ich muss sowieso gleich in die Klinik. Kann ich mitkommen? Nein, ich muss mit Ihrer Schwägerin alleine sprechen. Verstehen Sie das bitte. Ja, Richter? Das hat aber gedauert. Wir schauen uns gerade die Kassetten von der Tiefgarage an. Ja, mach das. Endlich. Du, übrigens in deinem Büro warten der Anwalt von dem Keresi und von der Sänger auf dich. Ja, wir sind nicht verabredet. Das haben die auch nicht gesagt. Ja, also, lass sie warten. Ende. Okay, bis dann. Tschüss. Dann fahren wir jetzt das Band bitte mal auf die Uhrzeit 15.06 Uhr. War das die Tatzeit? Na, geht's Ihnen besser? Danke, es geht. Frau Trautmann, ich bin ganz ehrlich. Wir haben unsere Zweifel an dem, was Sie uns über den Tathergang erzählt haben. Warum sollte ich lügen? Da gäbe es eine ganz einfache Antwort. Entschuldigen Sie. Danke. Ja, Chris. Leo, ich weiß zwar nicht, wo du gerade bist, aber was wir hier sehen, können wir genau beschreiben. 2 Minuten nach der Tatzeit kommt Peter Trautmann in die Tiefgarage. Jetzt zieht er sich einen Trenchcoat aus. Und jetzt die schwarzen Handschuhe. Ja, danke. Das war's erstmal. Ende. Ja, Frau Trautmann. Jetzt wissen wir, warum Sie uns nicht die Wahrheit gesagt haben. Ihr Mann ist 2 Minuten nach den Schüssen in der Tiefgarage des Hotels von einer Videokamera aufgezeichnet worden. Sie wollten ihn schützen. Wenn Sie ihn einsperren, bringt er sich um. Er hat sich umgebracht. Vor 2 Stunden in Ihrem Haus. Das tut mir sehr leid für Sie. Ich bin schuld. Ich bin an allem schuld.